Neben mir auf dem Fußboden sitzt Frodo und Frodo ist heute nicht auf der Suche nach dem Ring, sondern auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Sarah, wer ist denn Frodo? Ja, Frodo ist ein Collie-Mischling, circa 6 bis 7 Jahre alt. Er ist Anfang des Jahres zu uns gekommen als Fundhund. Da hat ihn niemand vermisst, so wurde er dann in ein neues Zuhause vermittelt und jetzt ist er leider wiedergekommen. Wie sieht denn das perfekte Zuhause für Frodo aus? Das perfekte Zuhause sollten auf jeden Fall Leute sein, die schon Hundeerfahrung haben und keine kleinen Kinder haben. Also Jugendliche sind in Ordnung, aber Kinder unter 15, das ist nicht so sein Ding. Was passiert denn? Wenn er sich bedrängt fühlt, wenn die ihn zu viel anfassen, dann kann das sein, dass er schnappt. Und wie ist das so mit anderen Tieren, so mit Katzen oder Vögeln oder was man noch so hat? Also Katzen sind nicht so seine Freunde, Rüden auch nicht, er ist aber verträglich mit Hündin. Das heißt, er möchte am liebsten alleine bleiben? Er sollte alleine bleiben, genau. Aber unterwegs, wenn man mit einer Hündin spazieren geht, ist das überhaupt kein Problem. Wer also Frodo zu sich nach Hause holen will, der meldet sich hier einfach im Bremer Tierheim.